Bei uns im Studio begrüßen wir Klaus Nachtigall, er ist ehemaliger LKA-Ermittler und Terrorexperte. Guten Abend. Guten Abend, Herr Nachtigall. Schönen guten Abend. Schön. Wenn wir uns jetzt noch mal die Bilder in den Kopf rufen, Sie kennen natürlich das Video von dieser Messerattacke. Wie ist Ihre Einschätzung? War der Attentäter gut vorbereitet? Hat er möglicherweise auch die Vorgehensweise der Polizei analysiert? Das halte ich sogar für durchaus möglich, denn in dem Video ist zu sehen, dass er sich vor Tatbegehung schon am Tatort aufgehalten hat. Die Situation stellt sich nach der Videoanalyse für mich so dar, dass eben die eingesetzten Beamten, die ja zum Schutz der Veranstaltung dort waren, aber diese Veranstaltung war eben noch in der Aufbauphase. Man hat jetzt also gar nicht so die akute Gefahr gesehen, aber der Attentäter war offensichtlich schon da. Das ganze Verhalten des Attentäters sowohl am Tatort als auch bei der Tatausführung zeigt für mich eigentlich ein absolut geplantes, professionelles Vorgehen. So wie die Tatausführung dann auch war, war es für mich eine, der wusste, was er macht. Er wusste also auch, dass er sein Messer gegen den Hals einsetzen muss. Richtig. Gegen den Kopf einsetzen muss, weil der Polizist Ruven L. hat ja eine Weste getragen. Richtig. Er wäre zwar mit dem Kampfmesser durchgekommen, es wäre aber sehr viel schwieriger gewesen, oder? Absolut. Wahrscheinlich wäre die Verletzung natürlich nicht tödlich gewesen, die er ihm hätte beibringen können. Aber er hat einmal in den Rücken gestochen. Das war, glaube ich, der erste Stich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, von der Abfolge her. Und dann sofort die Halspartie genommen und zugestochen. Er wusste, was er macht. Für mich, ich bin kein Sachverständiger, aber für mich ein durchaus erfahrener Messerkämpfer, den wir da vor uns hatten. Also das Opfer, das wollte ja helfen, beziehungsweise hat auf einer anderen Person gekniet und dann wurde er attackiert. Hätten da die anderen Polizisten irgendwie anders handeln können oder müssen? Oder geht das so schnell, da weiß man gar nicht, was passiert? Es ist eine unwahrscheinlich dynamische Situation. Optimal, ich sage es jetzt mal so vorsichtig, ist es nicht gelaufen. Aber bitte sehen Sie es mir nach, wenn ich jetzt hier keine Kritik am Vorgehen der Kolleginnen und Kollegen da üben will. Ich denke, das wird intern in Baden-Württemberg ausgewertet. Und da wird man schon seine Schlussfolgerung ziehen.